Busch Energie betreibt in der Schweiz die Plattform Top 10 für die besten Produkte auf dem Markt und das Projekt HEX. Top 10 hilft den Verbrauchern seit 20 Jahren bei der Auswahl energieeffizienter Geräte. Das neue Projekt HEX hat den Fokus auf optimalen Lösungen zum Heizen und Kühlen für den privaten Wohnungssektor. Ziel dieser beiden Projekte ist eine Marktumwandlung für Heiz- und Kühlgeräte und erhöhter Komfort und Gesundheit der europäischen Bürger. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten 17 HEX-Partner in 15 Ländern zusammen und erschließen dank der finanziellen Unterstützung durch das europäische Horizon 2020-Programm neue Geschäftsfelder. Zu den internationalen Partnern gehören das Labor VDE und der WWF. Die Europäische Union und die Schweiz haben sich ein klimaneutrales Europa bis 2050 als Ziel gesetzt. Ein großer Teil des jährlichen Energieverbrauchs wird für das Heizen und Kühlen von Gebäuden verwendet. Der WWF kämpft an der Seite der EU dafür, Heizöl durch effizientere Lösungen wie Wärmepumpen oder Pelletöfen zu ersetzen. Als langfristiger Partner von Top 10 beteiligt sich der WWF aktiv an diesen Projekten zur Förderung effizienter Geräte in Europa. Fast die Hälfte aller Gebäude in der gesamten EU verfügen über Heizkessel, die vor 1992 installiert wurden und einen Wirkungsgrad von 60% oder weniger haben. Die Energieeinsparungen durch einen raschen Austausch sind daher immens. Top 10 bietet Transparenz für Hausbesitzer, Installateure und Hersteller. Leicht zugängliche Websites für jedes Land bieten Ratgeber, die Verbraucher bei der Entscheidung unterstützen, welches System am besten ihren Anforderungen entspricht. Dazu werden Listen mit Best-Produkten zur Verfügung gestellt, die auch geltende Energieetiketten und Gesetzen basieren. Durch direkte Links zu Online-Shops können Verbraucher das gewählte Gerät nur mit 2 Klicks kaufen. Dieser Marktüberblick gibt uns die Möglichkeit, der EU technischen Input bei der Erstellung neuer Verordnungen zu geben. Auch Klimatisierung wird aufgrund der sommerlichen Hitzewelle in ganz Europa immer wichtiger. Gute Lösungen, die jetzt installiert werden, werden mindestens 20 Jahre im Gebrauch sein und so zu den langfristigen CO2-Zielen beitragen. Gebäudeeigentümer können dabei auch Stromkosten einsparen.